Die Hard, Hier stirbt langsam, ist ein US-Actionfilm aus dem Jahr 1988 von John McTiernan mit bisher 4 Fortsetzungen. Siehe zu McTiernan auch die Retrospektiven Predator und The Lost Action Hero. In dem Drama geht es um Hans Gruber, einem liebenswerten, typischen deutschen Geschäftsmann, der völlig grundlos von einem verrückten amerikanischen Kopf von einem Hochhaus geworfen wird. Der einfache New Yorker Polizist John McClane bekommt es in einem Hochhaus in L.A. mit einer Horde von zum Teil fließend deutsch sprechenden vermeintlichen Terroristen zu tun. Die berüchtigte Radical West German Volksfrei Movement, hier in Deutschland selbstverständlich umsynchronisiert. Natürlich nicht mit Ami-Akzent als clevere Retourkutsche, denn das würde ja Ironie und Rückgrat voraussetzen. Stirb langsam ist der perfekte Actionfilm. Erneut schuf McTiernan einen Klassiker und Kulthit, der ähnlich wie Predator sein eigenes Subgenre kreierte. Die berühmte Die Hard Erfolgsformel, einsamer Kämpfer, manchmal mit Sidekick, kämpft gegen scheinbar übermächtige Gegner mit vorgeblich politischen Zielen, die sich fast immer am Ende als Finte erweisen, wurde schon unzählige Male kopiert. Stirb langsam auf dem Wasser, stirb langsam im Zug, stirb langsam in der Luft, stirb langsam im Jugendzentrum und so weiter. Er basiert erstaunlich werkgetreu auf Roderick Thorpes äußerst interessanten Roman Nothing Lasts Forever von 1979. Die Fortsetzung zu The Detective von 1966, mit Frank Sinatra als Titelfigur 1968 verfilmt. Dem ersten erscheint der in der Vorlage nun schon über 60-jährigen Figur Joe Leland. Im Film deutlich jünger John McClane, ausschließlich aus Lelands Perspektive. Viele Filmsequenzen sind direkt aus dem Buch, wie das Ausziehen und Verlieren der Schuhe und barfuß auf Glasscherben herumlaufen, die Schachtkletterszenen, das Töten des Anführerbruders und dessen Verhöhnung mit Botschaften, mit Leichen Aufmerksamkeit erregen, die C4-Attacke, die versteckte Waffe am Ende und so weiter. Allerdings Ereignisse, bei denen er nicht anwesend ist, werden nicht detailliert beschrieben. Und es gibt vor dem Finale kein direktes Treffen von Gruber und McClane. Der Ton ist auch deutlich düsterer. Dort besucht er seine drogensüchtige Tochter im Klaxon-Gebäude. Im Film seine von ihm getrennt lebende Frau im Nakatomi Tower. Und sie stirbt, nachdem sie zusammen mit dem Bösewicht Anton Gruber im Film Hans Gruber vom Gebäude stürzt. Leland tötet danach jedes Mitglied der Gruppe simpel aus Rache. Der überzeugte Widerstandskämpfer Gruber, im Film nur ein gewöhnlicher Dieb, dem es nicht um Geld geht, sondern um die Aufdeckung der finsteren Firmenmachenschaften, benutzt naive Guerillasoldaten, darunter im Gegensatz zum Film gleich 3 Frauen, weil Klaxon eine diktatorische Regierung unterstützt. Einige Charaktere gibt es so nur im Film, wie der Limousinenfahrer, der früh im Roman verschwindet. In der Adaption ist er durchgehend präsent und unterstützt McClane. Es gibt auch keinen skrupellosen Journalisten und Sergeant Paul hat weder Frau noch Kinder. Im Buch ein junger, durchgeknallter Kopf, der am Ende, um den letzten Schurken zu erwischen, sogar seinen unsympathischen Boss als Schutzschild benutzt, welcher ebenfalls stirbt. Bruce Willis, Die Hard. Now I hit the other side. ...1990 wird in Die Hard 2 Die Harder auf einem Flughafen sogar noch härter gestorben. Basierend auf Walter Vargas 1987er Roman 58 Minuten. Dort hat ein Polizist nur 58 Minuten Zeit, um Terroristen aufzuhalten, die einen Flughafen kapern, bevor das Flugzeug seiner Tochter im Film, wie gehabt die Frau, aus Spritmangel abstürzt. Von Vaga waren auch schon die Romanvorlagen für Das Ultimatum und Telefon. Diesmal unter der Regie von Einfallspinsel und Goldene Himbeeren-Sammler Renny Harlin. Unter anderem bekannt für den albernen Nightmare 4, Legend of Hercules oder Die Piratenbraut. Die damals die Produktionsfirma Carolco in die Pleite segelte und im Guinness-Buch der Rekorde als größter Flop aller Zeiten stand.
Aber diese Krone geht ja jetzt mit versenkter über einer Milliarde Dollar für alle Zeiten an Amazons unschaubarem The Rings of Girl Power Disaster. McClane kämpft hier gegen eine Söldnertruppe, angeführt vom T-1000, der den Original Django höchstpersönlich aus einem gefangenen Militärtransportflugzeug freipressen möchte. Try Harder ist simpelste Schwarz-Weiß-Malerei, der vollkommen ironiefrei wirklich jedes denkbare Klischee abarbeitet. Der im Original noch durch auf seine Sicherheit bedachte, da nur ein Mensch, äußerst überlegt und weitsichtig handelnde McClane kommt hier wie ein x-beliebiger, unkaputtbarer Rambo-Verschnitt drüber. Unzählige Logiklöcher, teilweise so groß, dass ein Flugzeug locker unbemerkt durchfliegen könnte. Die Flugzeuge könnten sich jederzeit untereinander anfunken und aufklären. Mehrere wurden ja vor dem Bodenfunkausfall rechtzeitig gewarnt. Und die sinnfreien Dialoge werden mit jeder Menge haarsträubender Action und Explosion kaschiert. Und 1995 heißt es Stirb langsam, jetzt erst recht. Diesmal wieder von John McTiernan. McClane bekommt es mit dem Bruder des Schurken aus dem ersten Teil zu tun, der Bomben deponiert hat und ihn in einer Art Schnitzeljagd per Anweisung extrem unterhaltsam quer durch die Stadt treibt, um in der Zwischenzeit das Bankenviertel auszurauben. McTiernan liefert hier einen schnörkellos inszenierten, unbedingt sehenswerten Actionfilm, der sich selbst nicht ganz zu ernst nimmt. Willis und Jackson ergänzen sich hier perfekt. Etwas, wovon Stirb langsam 4.0 von 2007 nur träumen kann. Diesmal unter der Regie von Nichtsgönner Lean Wiseman, dem wir neben dem unterirdischen Underworld-Graupen auch das total vergessenswerte Total Recall Remake zu verdanken haben. Hier muss sich McClane über 2 Stunden lang, damals im Kino gefühlt 5, mit Hackern herumschlagen, die natürlich erst wie Terroristen agieren und am Ende, wie gehabt, doch bloß hinterm Geld her sind. Ganz ähnlich wie die Produzenten dieser Action-entschlackten Möchtegern-Krimi-Gurke. Das hört sich zum Kotzen langweilig an, weil Stirb langsam aus Langeweile 0 Punkte von 4 zum Kotzen langweilig ist. Aber immer noch Citizen Kane im Vergleich zu Stirb langsam ein guter Tag zum Sterben von 2013. Diesmal von Totalausfall John Moore, dessen offensichtliche Hilferufe wie sein Omen-Remake-Witz oder die Max-Payne-Folter wohl ungehört blieben. Und er immer noch Regie führen muss, anstatt was Produktives zu machen. In Stirb langsam, Mission Moskau, fährt McClane nach Russland, um dort seinen Sohn zu helfen, Juri, wen interessiert's, vor was auch immer zu retten. Shaky Cam Style und irgendwas mit Tschernobyl oder so, falls man so lange wach und nüchtern bleibt. Stirb langsam, ein guter Tag in Rente zu gehen, ist ein unerträglich dröger, uninteressanter Mist. Und vermutlich der wahre Grund, warum Putin dem Westen das Gas abgedreht hat. Für den per Gesetz im nächsten 5 Jahres
Zeitplan stehen sollte, dass alle Kopien eingesammelt werden müssen, um sie unter einem einstürzenden Hochhaus für immer zu begraben.